So, neuer Tag, neues Glück, würde ich sagen. Wir sind leider schon wieder zu spät dran, weil wir jetzt sehr spät erst ins Bett gekommen sind und natürlich ein bisschen auch ausschlafen, einfach nur geschlafen haben, ein bisschen Schlaf brauchten. Und unsere Fähre geht in 7 Minuten fährt sie schon los und wir haben ungefähr noch 8 Minuten zu fahren. Das muss mal wieder eine Stunde warten, aber immerhin keine ganze Nacht. Schauen wir mal. Unser Nordkap-Roadtrip wird unterstützt von Geld für E-Auto. Du besitzt ein E-Auto, dann beantrage noch heute deine THG-Prämie in Höhe von 400 Euro in der aktuellen Aktion. Nutze dafür unseren Code die Tesla Crew und unterstütze damit unseren Kanal. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Übrigens bekommst du deine Prämie jedes Jahr und auch für elektrische Leichtfahrzeuge. Und nun gut Unterhaltung mit unserem Video. So, 50 geht die Fähre, wie gesagt. 49, wir sind mal gerade drauf gefahren, eine Minute. Vorher, jetzt hätten wir doch fast schon wieder die Fähre verpasst, so ein Dreck. Aber wir waren so schweinemüde, ey, wir waren so schweinemüde. Wann sind wir ins Bett? 1:30 dann am Ende, ne? Bisschen schade, aber es um 2. Ja, wir mussten dann noch was zu essen machen. Mir brummt ein bisschen der Kopf. Aber vorne ist auf jeden Fall geil, sind die Wolken über dem Wasser. Wir gehen jetzt eh gleich mal hoch, da zeigen wir euch das mal. Wir sind jetzt erstmal happy, dass wir drauf sind. Leider mussten wir jetzt ein bisschen schneller fahren, um die Fähre zu schaffen und haben jetzt schon wieder nicht mehr so viel Strom an Bord, weil wir ja nur mit 2, Kilowatt geladen haben. Jetzt sind wir noch 33. Wir brauchen aber nachher, um zum Lachsforsen zu fahren, eigentlich 40, wenn wir losfahren an der anderen Unterkunft. Ja, gucken, das wird dann entweder Hypermiling oder ich tue dort noch ein bisschen nachladen. Ja, muss auch mal sein, ein bisschen Abenteuer gehört dazu, sonst ist es ja langweilig, ne? Sonst immer alles so geplant bei uns und immer alles so perfekt. Nee, das geht nicht. So, da gucken wir mal hoch, würde ich sagen. Schön frisch heute, ne? Angenehme Frische. Da hängen noch ein paar Wolken in den Bergen. Mal gucken, was der Tag uns heute bringt. Auf jeden Fall bringt er uns jetzt erstmal eine Unterkunft, die wir gestern schon verdient und bezahlt hätten. Gehen wir weiter vor. Hier steht unser Autochen. Der letzte, der drauf geschnipst ist. Die haben wirklich schon auf uns gewartet. Die kannten uns ja noch von gestern Abend. Die haben uns ja gesehen, wie wir so spät kamen. Haben schon gegrinst, weil wir so spät kamen wieder. So, da ist es doch schon. Da fahren wir doch schon hin. Da rein. Ja. Jetzt dreht er. Jetzt drehen wir rein hier und dann. Sind wir da. Wir gehen erstmal alle Alarmanlagen an hier unten. Das sind wieder die Leute, die vergessen haben, ihre Alarmanlage auszumachen. Ja, immer Alarmanlage ausmachen auf der Fähre. Das haben wir gelernt. Ist mir aber auch schon passiert. Ja, nachdem wir dann auf der anderen Seite angelegt haben in Andalswagen, ging es die restlichen 5 Minuten weiter bis zu unserer Unterkunft hier in Fevelstad. Dort schnell eingecheckt, unser Auto ein bisschen nachgeladen und dann ging es auch schon los zu unserer Tagesetappe Richtung Laxforsen, wo wir auch gleich wieder mit der Fähre fahren mussten. Ja, und das war quasi jetzt unser Ruhetag nach der langen Fahretappe gestern. Ja, Norwegen und die Fähren hier so im Niemandsland. Das ist im Nordland. Hier, wir haben ja mit Better Route Planner vorgeplant und Better Route Planner hat scheinbar Fährenabfahrtzeiten mit drin. Aber ich muss sagen, das passt nicht. Das ist, wir haben gedacht, hier die Fähre fährt 10.06 Uhr los, laut Better Route Planner. Wir waren kurz vor 10 da. Dann haben wir hier an den Plan geschaut, da steht 10.50 Uhr. Haben wir gedacht, okay. 10.50 Uhr, das passt ja noch. Warten wir halt eine Dreiviertelstunde ungefähr oder ein bisschen länger. Und jetzt haben wir nochmal, jetzt hat Christopher nochmal geschaut, weil die Zeit war ran. Es ist jetzt schon 11.09 Uhr und die ist immer noch nicht in Sicht. Dann hat Christopher jetzt eine App gefunden, wo er die aktuellen, die vermeintlich aktuellen Zeiten drin hat. Und heute ist ja hier auch Feiertag, Christi Himmelfahrt. Die App heißt. Ja, das wäre mal interessant für Leute von euch, die auch nach Norwegen wollen. Das ist
scheinbar, wenn das jetzt klappt und passt mit den Zeiten, eine sehr große Hilfe. Ja, auf jeden Fall gute Bewertung, 4,4 Sterne. Ja, aber das ist ja egal, ich packe die euch drunter auf jeden Fall, die App, guckt unten in die Beschreibung, da findet ihr auch all die anderen Links und Empfehlungen von uns. Und da packe ich die App auf jeden Fall mit rein, egal wie die jetzt heißt. Und da stand drin eben, weil heute Feiertag ist, dass die erst 11.50 Uhr fährt, also nochmal eine Stunde später. Das heißt, wir warten hier 2 Stunden auf die Fähre. Das bringt natürlich wieder unseren ganzen Tagesplan durcheinander. Aber da das heute nicht ganz so eng gestrickt ist wie gestern, sollte das dennoch alles klappen. Wir fahren dann, ich kann das ja mal zeigen hier. So. Die App heißt Reis Nordland. Kriege ich das hier drauf? Weiß ich nicht. Mal gucken. Reis Nordland. Reis Nordland. Ich packe es auf jeden Fall unten mit rein. Also den Namen, ihr könnt euch ja dann selber suchen. Wir kommen am Supercharger an. Wenn wir nicht schneller als 90 km/h fahren, kommen wir mit 2% an auf jeden Fall. 2%. Wenn ich jetzt hier auf mein Dings klicke, sagt, wir kommen gar nicht an. Aber das sollte kein Problem sein, da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wichtig ist, dass wir die richtige Fähre erwischen. Muss man richtig aussteigen. Und richtig aussteigen auch. Die hält, glaube ich, macht mal Zwischenhalte. Kann also auch passieren. Vielleicht siehst du das in der App. So, wir fahren jetzt. Hier ist unsere Übernachtung, wo wir sind hier in Fevelstad. Und das Stückchen weiter hier die Fähre, wo wir jetzt stehen. Und da fahren wir jetzt ziemlich lang den Bogen. Na? Da fahren wir jetzt ziemlich lang den Bogen hier so drumherum nach Tjota von. Wie heißt das hier? Von Vorweg den Bogen rum nach Tjota und dann können wir die ganze Zeit Festland fahren zum Supercharger in, wie heißt der, Mosjön, das hier, da gibt es doch Nord und Süd, das sind genügend frei auf jeden Fall und dann fahren wir von dort weiter zu den Lachsforsen, das sind so Lachswasserfälle, also Wasserfall oder wie auch immer, wo ab und zu auch mal Lachse rumspringen, was sehr schön sein soll. Das habe ich mir rausgesucht, dass wir uns das mal anschauen. Und dann fahren wir nicht wieder denselben Weg zurück, sondern wir fahren dann unten lang und müssen dann wieder die Fähre nehmen, die wir gestern verpasst haben. Da haben wir jetzt mal in der App geschaut, da fährt heute 21.15 Uhr. 22.15 Uhr fährt da die letzte, das werden wir wohl schaffen heute. Heute werden wir genügend Puffer einbauen, dass wir die Fähre dann auf jeden Fall schaffen, dass wir nicht wieder woanders schlafen müssen. Also mit den Fähren hier, das gefällt mir nicht ganz so. Ich bin da, also das ist schöner, wenn man eine Strecke hat ohne Fähren, das lässt sich besser kalkulieren, da kann man auch mal ausweichen. Aber hier gibt es halt auch nicht so viele Straßen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich fahre quer durch, da gibt es keine Straßen. Ich muss eben wirklich diese eine Straße nehmen und muss wirklich mit der Fähre dann dorthin fahren. Das geht halt hier gar nicht anders. Ne? So, da werden wir jetzt dann sparsam fahren, wenn wir auf der anderen Seite sind. Wir wollten eigentlich nochmal in den Supermarkt, aber die werden natürlich heute auch zu haben, zu Christi Himmelfahrt. Da können wir morgen einkaufen. Ja, da fahren wir unsere Runde und ich denke mal so 6 Stunden werden wir da unterwegs sein. Wir gucken mal, wie das dann alles passt. Zeitlich. Ich kann mich auf jeden Fall nicht auf diese Vorhersage verlassen, dass ich dann 16.41 Uhr wieder zurück wäre, zuzüglich der Zeit, die wir dort verbringen wollen, vor Ort bei den Lachsforsen. Kann ich mich jetzt nicht unbedingt darauf verlassen, weil ich glaube, so die Fährzeiten, das ist nicht so richtig mit reingerechnet. Er weiß doch gar nicht, wann die Fähren fahren. Das kommt wahrscheinlich noch extra oben drauf. Sollte man auf jeden Fall mehr als genug Puffer mit einberechnen. Nicht so wie wir gestern alles auf knapp und sich dann wundern, dass man die Fähre nicht schafft und dass das alles so nicht klappt vom Zeitplan her. Aber egal wie, wir hatten ja keine schlechte Unterkunft, also wirklich eine gute Unterkunft. Sehr freundlichen Gastgeber, der uns alles möglich gemacht hat, der uns nachladen lassen hat, wenn auch nicht viel. Also jetzt sehr zu langsam, in der kurzen Zeit konnte man nicht so viel nachladen. Unsere neue Gastgeberin, wo wir jetzt diese Nacht übernachten, hier in Fevelstad, da habe ich schon getestet, funktioniert auch das Laden, auch so mit knapp 3 kW. Mit dem Tesla-Ladeziegel an der Schuko-Steckdose. Ja, das sollte dann klappen. Na gut, ansonsten versuchen wir jetzt entspannt den Tag hier anzugehen. Auch wenn es jetzt schon 11.14 Uhr ist, ist wie es ist. Wir haben ja keine Eile, wir sind ja nicht auf der Flucht. Genau, jetzt schauen wir mal, dass die Fähre hier hoffentlich dann in einer halben Stunde auftaucht und dass wir einen schönen Tag erleben. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Fahrt gestern hierher war so atemberaubend. Und der Sonnenuntergang, aber der Sonnenuntergang war gut. Die Sonne ist dann zwar untergegangen, aber
Es war die ganze Nacht hell. Ja. Wir sind halb zwei eingeschlafen, aber draußen nachher ist es nicht schon. Es ist einfach nicht dunkel geworden. Obwohl die Sonne untergegangen ist, ist es einfach nicht dunkel geworden. Und ja, das ist schon beeindruckend. Wenn wir jetzt noch höher fahren und noch mehr Richtung Polarkreis kommen, wird sich das Ganze ja nochmal verschärfen, wird es ja noch heller bleiben, schätze ich mal. So, na gut. Dann hoffen wir mal, dass die Fähre jetzt wenigstens 11.50 Uhr kommt und dass wir hier noch einen schönen Tag erleben. Aber die Sonne kämpft sich auch wieder gut durch heute. Ab und zu haben wir sie schon gesehen. Und es ist wieder trocken jetzt, nachdem es vorhin schon wieder recht feucht war. Ja, und das hat jetzt diesmal ziemlich gut geklappt mit der Fähre. Wir sind da jetzt übergesetzt nach Tjota und ihr seht schon ein herrliches Panorama. Sowas entschädigt dann halt doch sehr. Das konnte man gut genießen. Und auf der anderen Seite dann angekommen, ging es dann die Etappe zum Supercharger. Da war jetzt nun spannend, kommen wir überhaupt an oder kommen wir nicht an? Na gut, dann lasst euch mal überraschen. So, unsere Reichweitenangst hat sich in Luft aufgelöst. Wir kommen hier wahrscheinlich mit 4% an. Jetzt aber 5%. Wir müssen noch 2 Kilometer fahren. Da vorne sind schon die 2 Supercharger-Standorte. Wir nehmen den ersten Supercharger-Standort. Da ist, glaube ich, auch mehr frei. Ja, 9 Stück. Was gut ist wegen V2, da brauchen wir uns wahrscheinlich mit niemandem was zu teilen. Gegen die volle, die volle Leistung. Nee, also. Ja, wir hatten nicht wirklich Reichweitenangst, aber beim Losfahren hat er erst kurz gesagt, wir kommen gar nicht an und dann hat er gesagt, 2% kommen wir an. Ja, haben wir uns hinter so ein schnelles Wohnmobil, der schon wirklich schneller gefahren ist als erlaubt, geklemmt. Da war das kein Ding, ansonsten wären wir vielleicht wirklich mit 2% angekommen. Alles gut. Und da werden wir jetzt hier mal ein bisschen voller machen, nicht wieder so knapp, weil wir haben ja mitbekommen, es kann immer was dazwischen kommt, dass man dann doch vielleicht für die Nacht mal ein bisschen noch Strom braucht für den Campingmodus, falls man mal nicht ankommt. Ja, ganz nützlich. Hätte wahrscheinlich auch so gereicht, aber naja, muss ja nicht sein. So, dann fahren wir mal hier raus und hier rum. Ja, da werde ich jetzt mal ein kleines Nickerchen machen, weil aus der letzten Nacht fehlt mir noch ein bisschen Schlaf. Da wir jetzt länger laden, hier sind sie doch schon. Da wir jetzt länger laden, werde ich mal ein bisschen Powernapping wieder betreiben. An der Tankstelle. Da laden wir erstmal. Ganz schön eingesaut durch das Regenwetter teilweise. Das sieht schon gut dreckig aus. Mal gucken, ob wir den mal irgendwo dann gewaschen bekommen noch. Chris, du machst was zu essen wahrscheinlich, ne? Ja, 4% waren es eben, wo wir angekommen sind. Jetzt ist er schon wieder bei 5% und bei 110 kW. 120, 130 und 144, mehr geht nicht am V2. 0 norwegische Kronen. Vielen Dank. Das ist doch echt mal ein schöner Ausblick hier. Sitzt man im Auto, lädt und hat dann so ein tolles Panorama hier. Ist schon schön gelegen, der Supercharger. Gefällt mir.
Aber wir wollen weiter. Zack. Entriegeln. Rein. Und weiter geht's. So, wir haben jetzt 90% eingeladen. Das sollte reichen. Da kommen wir. So, was sind wir? Ich habe mal Luftbild ausgemacht, dass man es so vielleicht ein bisschen besser sieht. Hier oben sind wir an dem Supercharger. Hier ist Laxforsen. Da fahren wir jetzt hin. Dann fahren wir noch eine schöne Strecke hier, einen schönen Bogen. Wieder zurück zu unserer Fähre, die wir gestern verpasst haben. Und dann wieder zurück nach Vevelstad, in unserer Unterkunft. Und da sollten wir rechnerisch mit 53% ankommen. Das reicht dicke diesmal. Da haben wir gut vorgeladen. Aber es auch, wir haben auch deswegen, dass wir morgen dann gleich eine weitere Etappe fahren können. So, jetzt sind wir mittlerweile angekommen am Laxforsen. Ihr seht das im Hintergrund. Gewaltig. Schon gewaltig. Wahnsinn. So, wo sieht man jetzt hier die Lachse? Da werde ich wahrscheinlich dann doch mal mit der Drohne ranfliegen müssen, damit ich die Lachse sehe. So, jetzt sind wir noch ein bisschen näher rangegangen hier und wollen mal noch richtig bis vorgehen und schauen, ob wir hier auch wirklich Lachse sehen. Weil wenn wir schon mal hier sind, wenn wir auch so Lachs sehen und uns rausholen, damit ich mir Lachsfischbrötchen machen kann. Ihr wisst Bescheid. 12.000 Kronen Strafe. 12.000 Kronen Strafe, wer sich hier Lachsfischbrötchen schmiert. Also lieber doch nicht, aber wir gucken mal, ob wir welche sehen. Schauen wir mal. Wir haben jetzt den offiziellen Weg gefunden. Pass auf, hier ist rutschig. Ah, es ist schon beeindruckend hier. Boah, es ist wie Nieselregen. Ja. So, wo sind die Lachse jetzt hier? Ich will die Lachse sehen. Wir werden hier zugeregnet. Glitschnass. Mal ein etwas anderer Vatertag. Mal nicht besoffen irgendwo im Gebüsch liegen. Nee, habe ich auch sonst nicht gemacht. Für mich war es immer eher Familientag. Das war wieder mal fein. Hier hinten seht ihr schon wieder einen riesengroßen Berg mit fett Schnee im Hintergrund. Aber jetzt sieht man es gerade noch nicht. Das war eben so eine schöne geschlängelte Straße. Das macht richtig Spaß hier, das Kurvenräubern. Auch wenn man nur mit 80 fahren darf, hat das trotzdem richtig Spaß gemacht. Den Berg meinte ich da im Hintergrund. Wahnsinn. So viel Schnee noch im Sommer, fast Juni jetzt. Schattenseite richtig viel Schnee noch. Oh. Da hättest du dich hinstellen. Oh, da ist Eis drauf. Der ist gefroren.
So, guten Morgen, Freunde. Neuer Tag, neues Glück. Heute ist Freitag, der 27. glaube ich. 27. Mai, Freitag. Und wir hatten eine gute Übernachtung in Vevelstad, hier im Nirgendwo. Das merkt man daran, dass die Fähren sehr selten fahren. Wir stehen nämlich schon wieder an der Fähre. Das war jetzt diesmal unsere Schuld, dass wir zu zeitig hier sind. Wir hätten einfach nur die App, was ich letztens erzählt habe, die ich auch unten nochmal verlinke hier, richtig schauen können. Da stand drin, dass die 9.55 Uhr fährt, die Fähre. Wir waren irgendwie schon früher da, weil wir dachten, die fährt früher. Ist egal. Jetzt ist es mittlerweile 9.24 Uhr. Wir warten hier schon eine ganze Ecke, eine halbe Stunde oder so, dreiviertel Stunde. Ist nicht schlimm. Die kommt auf jeden Fall schon. Ich sehe sie schon da hinten. Die kommt jetzt zu uns. Dann fahren wir da drauf und dann geht's los mit der Etappe zum Polarkreis wollen wir heute. Also von Vevelstad zum, ist mal so, dass man es besser sieht. So, hier ist Norwegen, genau. Hier sind wir jetzt und zum Polarkreis wollen wir hier heute, genau. Arctic Circle. Und danach wollen wir weiter auf die Lofoten nach Hadsel. So, und das war eigentlich ein schöner Weg, der hier so lang ging. Und da wären wir 10 Stunden gefahren. Und jetzt auf einmal sagt er mir hier beim Tesla, beim Planen, ich fahre 13,5 Stunden und wir sind 3.10 Uhr erst da. Was ist da passiert? Man sieht schon, der macht einen riesen Bogen, holt hier aus über Schweden. Was ist da los? Ich dachte erst, das kann nicht stimmen, Software-Bug, Fehler. Nein, jetzt habe ich mal geschaut und zwar, ich habe ja den Tesla-Logger installiert und beim Tesla-Logger, da kann man die Verfügbarkeit wunderbar anschauen von den Superchargern und siehe da, genau dieser eine Supercharger, den wir brauchen hier in Inverhead oder wie das heißt, der ist closed, seit closed steht da, der ist geschlossen, warum auch immer, ob die da jetzt gerade erweitern, ob die da ein Problem haben, ob die da eine Wartung machen. Das hat man manchmal, nicht sehr oft, aber manchmal. Und hier ist natürlich ausgerechnet, auf dieser langen Strecke brauchen wir den dringend, weil wir das natürlich nicht am Stück durchfahren können, auch nicht mit Long Range. Das geht halt einfach nicht. Ja, und deswegen führt er uns hier jetzt über Schweden, wenn wir Supercharger-Netz nutzen wollen, kostenlos. Das ist natürlich keine Option. Ich fahre jetzt nicht die ganze Nacht durch Schweden, um 3 Uhr noch was da zu sein. Geht auch gar nicht, weil die letzte Fähre, Chris, wann fährt die? 22.10 Uhr. 22.10 Uhr. Wir müssen drei Fähren insgesamt nehmen. Jetzt gleich am Anfang jetzt hier die eine nach Tjota. Dann nehmen wir kurz vorm Ende nochmal eine und dann direkt vorm Ende nochmal. Und 22.10 Uhr müssen wir die nehmen, sonst kommen wir wieder nicht rüber. Und davor die Fähre, da müssen wir 19.45 Uhr, glaube ich, die schaffen, um die letzte Fähre dann 22.10 Uhr pünktlich zu schaffen. Also ist unsere Deadline 19.45 Uhr an der vorletzten Fähre. Das müssen wir schaffen, sonst können wir heute nicht mehr dort übernachten. Und da ist es natürlich keine Option, jetzt hier über Schweden zu fahren. Also müssen wir uns jetzt was anderes überlegen, was wir machen. Wird es wieder ein bisschen abenteuerlich. Nee, wir werden ganz einfach, ich habe noch eine Black Surfing Karte, ich habe eine MeinGo-Karte, eine EWE-Go-Karte und eine ENBW-Karte. MeinGo funktioniert hier oben, soweit ich gesehen habe, nicht. Da kommt unsere Fähre. EWE-Go habe ich jetzt auch nichts gefunden, dass da was geht. ENBW ebenfalls nicht. Black Surfing aber. Und zwar hätten wir ja in Inverhead geladen, hier auf der Strecke. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es ist. Irgendwo hier auf der Strecke halt. Und dort gibt es auch noch CCS-Lader, immerhin 50 kW, zwei Stück aber nur. Wenn dann natürlich die Supercharger nicht gehen, kann man davon ausgehen, dass natürlich auch eventuell die anderen Teslas da auch versuchen zu laden und dass dann natürlich dann besetzt ist und dass wir dann warten müssen. Das wäre natürlich bitter. Und da haben wir uns jetzt überlegt, ich glaube, geht auf, haben wir uns überlegt, wir laden. Also jetzt fahren wir zum, wie gesagt, zum Arctic Circle, dann laden wir hier in Storjord so rum. Und dass wir in Storjord so voll wie irgendwie möglich laden, damit wir trotzdem dann nach Innerhead oder wie das heißt kommen.
und versuchen trotzdem dort zu laden an den Tesla-Ladern. Wer weiß, vielleicht sind sie gerade fertig, vielleicht funktioniert es trotzdem. Das gibt es manchmal, dass man trotzdem laden kann. Und gleich daneben haben wir dann die Backup-Option von den zwei CCS-Chargern, wie gesagt. Und ja, da haben wir einmal die Möglichkeit Tesla, dass es doch geht. Wenn nicht, die CCS-Lader. Wenn die überfüllt sind oder wir warten müssen oder irgendwas ist, haben wir ja so voll geladen und ich war so sparsam, dass wir dann noch nach Narvik kommen würden, theoretisch. Und da hätte man wieder eine Möglichkeit, dann CCS zu laden. Zwei Stück allerdings auch wieder nur. So, diese drei Optionen haben wir jetzt. Und im besten Fall, das ist natürlich ein bisschen langsam, 50 kW, aber wir müssen auch noch einkaufen heute. Im besten Fall haben wir da vor Ort eine Möglichkeit, noch einkaufen zu gehen. Dann könnten wir die Zeit prima überbrücken. Wir müssen unseren Wocheneinkauf machen. Das wäre natürlich perfekt. Da schauen wir mal. Ein bisschen Glück muss man ja auch haben. Dann wäre das gar nicht so wild. Wie gesagt, unsere Deadline müssen wir schaffen. Im Moment eine Chance hätten wir. Wir dürfen natürlich dann am Polarcircle, hier am Arctic Circle nicht bummeln. Wir haben mehrere Chancen. Es sind uns alle Chancen offen, das Leben zu leben heute hier. Da kommt noch eine Fähre. Wird schon gut gehen. Bis jetzt ging es immer alles irgendwie gut. Bis jetzt hat es immer geklappt irgendwie. Dahin kommt noch eine Fähre. Jetzt weiß ich nicht, welche unsere ist, aber die werden uns schon wieder winken. Wir stehen ja hier auf Bahnen hier. 1, 2, 3, 4. Und da sehen die immer, die Bahn 1 will nach Tjota. Und dann winken die uns dann schon ran. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also seitdem wir jetzt die App haben, muss ich sagen, also diese App für die Fähren, bis jetzt hat das tatsächlich gestimmt. Das war jetzt nur unser Ablesefehler, aber ist ja nicht schlimm. Es ist wirklich sehr hilfreich mit der App. Kann ich euch nur ans Herz legen, dass ihr euch die runterladet, wenn ihr auch nach Norwegen wollt. Weil mit den Fähren, das ist schon, ja. Da geht die meiste Zeit drauf. Da geht echt die meiste Zeit drauf. Dann stimmen die Pläne nicht immer. Sommerplan, Winterplan. Jetzt ist hier der Plan, der hier ausgehangen ist, so richtig stimmt. Das glaube ich auch nicht. Und da ist es mit der App schon besser. Ich glaube, das sieht man auch relativ aktuell, wenn mal eine ausfällt oder eine Verzögerung hat. Gut, mal sehen, ob das jetzt uns ist, ob wir hier schon drauf durch. So, jetzt sind wir hier wieder im wahrscheinlich längsten Tunnel hier in der Region mit fast 11 Kilometern. In Südnorwegen gibt es den längsten Straßentunnel der ganzen Welt. Der war wie lang, Christopher? 24 Kilometer müssen das gewesen sein. 24 Kilometer muss es ungefähr, ja. Zwischen Oslo und Bergen? Genau, zwischen Oslo und Bergen. Da ist das hier ein Klacks dagegen mit den fast 11 Kilometern. Ja, kostet natürlich jedes Mal Maut, wenn man hier durchfährt. In dem Fall 9,10 Euro für eine Durchfahrt regulär. Allerdings habe ich ja hier meinen Autopass. Transponder kriegt da irgendwie noch Rabatte. Ich sehe leider nicht genau, wie viel Rabatt ich bekomme, die Einzelstrecke. Ich sehe nur die Gesamtsumme. Und da hat sich bis jetzt aufgelaufen. Sieht man das? Ich weiß nicht. 1132 norwegische Kronen sind da bis jetzt aufgelaufen. Ich glaube, das sieht man nicht. Aber könnt ihr mir glauben, 1132 Kronen, also sprich 113 Euro ungefähr. Bisschen weniger wahrscheinlich, haben wir bis jetzt schon an Maut, Fähre, Brücke, Tunnel bezahlt. Da ist allerdings die Öresundbrücke mit dabei, die könnt ihr da noch mit abziehen mit 51 Euro, wenn ihr wollt. Dann habt ihr mal eine Idee, bisschen hoch, aber wir haben einige Rundfahrten ja auch gemacht, so, die jetzt nicht unbedingt sein müssen, wenn man zum Nordkap möchte. Geht natürlich auch mit weniger Geld, aber wir wollten viel sehen, haben natürlich da auch viele Tunnel und andere Pass Baustellen mitgenommen. Geht sicherlich auch mit weniger, aber das war es in dem Fall wert. Ja, da kommt für den Rückweg auch nochmal 51 Euro dazu für die Öresundbrücke mit unserem 5% Rabatt in dem Fall. Ja, da kommt theoretisch noch zweimal die Storebeltbrücke dazu mit jeweils 34 Euro. Die ist jetzt da nicht mit drauf, weil die habe ich mit Karte bezahlt, beziehungsweise mit meiner Uhr. Ne, mit Karte. Mit der Uhr ging es ja nicht. Ja, es läppert sich. Also wenn ich jetzt mal so schätzen darf, 113 Euro plus 50, 160, 160, 70, ich schätze mal, wir werden so auf 200 Euro kommen mit Öresundbrücke ohne Storebeltbrücke.
Also 260 Euro vielleicht mit allen Brücken, Tunnels, Maut und so weiter drum dran. Werden es dann wohl schon werden. Vielleicht auch nicht ganz, weil wenn wir jetzt auf den Lofoten sind, ich glaube, dann war es das so ziemlich mit Mautstrecken. So viel kommt da nicht mehr zum Nordkap hoch, glaube ich. Und dann fahren wir schon wahrscheinlich nach Finnland rein oder nach Schweden, je nachdem. Das machen wir dann ganz, ganz kurzfristig. Da haben wir noch keine Übernachtung. Bis zum Nordkap haben wir jetzt die Übernachtung gesichert. Haben wir alles gebucht. Und nach dem Nordkap, nach Honningsvåg, entweder nach Finnland oder Schweden rein, haben wir noch gar nichts. Das machen wir an dem Tag wahrscheinlich, nachdem wir über die Grenze gefahren sind. Entweder wenn wir dann in Finnland drin sind, halten wir kurz an, buchen das dann. Oder eben Schweden. Und dann wissen wir auch, wie es weitergeht. Dann können wir dann wieder auf Vorrat buchen. Dann würde ich sagen, buchen wir dann wieder eine Woche auf Vorrat mindestens. Ne? Dass wir dann wieder Ruhe haben. Dass wir vor allen Dingen gute Unterkünfte kriegen, nicht am letzten Drücker die teuren. Wir können ja gleich bis zum Ende buchen. Wir können auch bis zum Ende durchbuchen, meinetwegen, ja. Na gut. Ja, das zieht sich schon gut hin, ja, der Tunnel. Ne? Oben drüber wieder Schnee. Tja, wir merken, wir kommen jetzt immer weiter hier in die nördlichen Gefilde Richtung Polarkreis. Eben sind wir an einem See vorbeigefahren. Der war einfach mal zugefroren noch. Also war sicherlich angetaut. Aber man hat richtig gesehen, die Eisfläche. Also nicht so, dass man drauf gehen konnte, das nicht. Aber wahrscheinlich war das Eis so dick, dass trotz Sonneneinstrahlung das ewig braucht, bis das geschmolzen ist. Es sind jetzt hier 11 Grad gewesen eben an dem See, wo wir vorbeigefahren sind. Und ja, sah lustig aus. Mal sehen, wie kalt es jetzt hier noch wird, hier oben am Polarkreis. So, wir überqueren jetzt hier nun gleich den Polarkreis zum ersten Mal in unserem Leben. Jetzt sind es hier gerade noch 10 Grad Celsius. Und ja, es sieht schon ein bisschen so polarisch aus hier. Also zumindest mal weiß und sehr karg. Irgendwie so richtig wachsen tut ja auch nichts mehr jetzt. Wahrscheinlich, weil wir gerade besonders hoch sind. So, und da vorne ist es dann auch schon noch 800, 700 Meter. Da, ich sehe es doch schon. Arctic Circle. Narvik noch 352 Kilometer. So, die vor uns sind auch aus Deutschland mit dem Wohnmobil. Die werden wahrscheinlich auch hier reinfahren. In Richtung Seitenheim abbiegen. So, sind wir angekommen hier im Arctic Circle Center. Gucken wir mal rein, ob wir einen Kühlschrankmagneten noch bekommen oder ein T-Shirt oder sowas als Andenken für zu Hause. Ja, auf jeden Fall liegt hier noch gut Schnee. Wenn ich hier drüben mal so gucke, oder hier, noch besser, liegt auf jeden Fall noch sehr gut Schnee. Wahnsinn. Ja, da sind wir jetzt über den Polarkreis halt drüber. Fetzt. Es ist wirklich eine andere Welt hier oben. Hätte ich so nicht gedacht. Ich habe gedacht, wir fahren da drüber. Naja, das sind wir jetzt symbolisch drüber über den Polarkreis. Merkst du auch nichts, ist auch nichts anders, aber ist tatsächlich anders. So, jetzt fahren wir zu unserem Supercharger in Storj. Noch 28 Kilometer. Batterie wird schön vorgewärmt jetzt. Mal gucken. Kommen mit 22% an. Alles gut, alles super. So, und seit dem letzten Laden, der Trip, seit dem letzten Laden, also seit zu Hause jetzt, wo wir gewohnt haben, sind wir jetzt 236 Kilometer unterwegs und haben 148, warte mal, ich muss noch da runter zentrieren, so, hier nochmal, ich hoffe, ihr seht das, 148 Wattstunden pro Kilometer verbraucht und 236 Kilometer unterwegs, das ist wieder sehr sparsam. Insgesamt sind wir jetzt bei 157 Wattstunden pro Kilometer und haben 3768 Kilometer geknackt. Das heißt, so die nächsten Tage werden wir jetzt die 4000 Kilometer knacken schon. Ging ja echt fix jetzt. Wahnsinn. Ja. So sieht das hier aus. Vielleicht kann man noch die Eisenbahn schieben. Ja, stimmt, hier fährt noch die Eisenbahn lang. Ich glaube, ist das nicht sogar die von Bergen kommt? Von Bergen bis hoch nach Tromsø oder so.
Weiß ich gar nicht genau. Das Wasser ist ja auch anders. Das hast du ein schönes geholt. Arktisches Wasser, Arktikwasser. Das ist aber kein Rasierwasser, oder? Riech mal dran. Riech mal dran, nicht das Rasierwasser ist. Aber heftige Werte, was da alles drin ist. Eine Mineralien ohne Ende, ne? Hab ich so noch nicht gesehen. Sieht man eh jetzt nicht. Aber ich glaub's dir einfach mal. Schmeckt auf jeden Fall anders. Na dann lass dir schmecken. Danke. Ja, ich bin immer wieder, also oder immer noch, begeistert und beeindruckt, wie viele Facetten Norwegen hat einfach. Das ist echt Wahnsinn, wie facettenreich Norwegen ist. Ich meine, dass das schon überwältigend ist, hier habe ich mir schon so gedacht, aber dass es so facettenreich ist, bin ich schwer begeistert. Also ich bin wirklich nach wie vor schwer begeistert von dem ganzen Land. Gefällt mir sehr, sehr gut. Es gab jetzt noch keine Sekunde, wo ich gedacht habe, naja, da gibt es auch Ecken, die jetzt weniger aufregend sind, eher verglichen mit den ganz extremen Ecken dann schon wieder eher langweilig oder wie Deutschland. Aber es kommen immer wieder neue Sachen, immer wieder überraschende Sachen hier landschaftlich. Ist schon genial. So, der nächste Supercharger steht an. 20% sind immer noch drin, weil wir die ganze Zeit rekuperiert haben, Berg runter. Wo sind sie? Da hinten sind sie doch schon. Guck mal, sehr schön. Da sind sie doch schon. Ja, stellen wir uns hin für einen guten View. Palettenlader haben sie noch mit dazugestellt, zusätzlich. So, dann nehmen wir hier die 3B vielleicht am besten, oder? Oder wollen wir hier vorne noch gucken? Heftige Hütte hier. Schöne Hütte. Stellen wir uns hier an. Das UFO ist wieder im Anflug. So, da hauen wir jetzt randvoll hier. Und jetzt wird es wirklich spannend, wie es weitergeht. Das werden wir gleich mal sehen. Ich stecke erstmal an, dass wir keine Zeit verlieren. Hier sieht es ja heftig aus, hat die Hütte hier. Hier fiebt es, das sind die anderen Lader. Die fiepen manchmal. So, Knöpfchen, geh auf, zack, rein und bitte werde grün. Und Spannung steigt, zack, grün. Oh, ich mache die Tür zu, das piept ja ekelhaft. Was für ein Ladendings, kenne ich nicht, die Dinger. Gut, ich denke mal 140 werden wir maximal bekommen, sei denn das ist etwas langsamer hier angeschlossen. 120 haben wir schon, 130, 140, 145, 147, Mensch, so werde ich ja noch nie an einem V2. Sehr gut. So, jetzt geben wir mal unser Ziel wieder ein. Guck mal Chris, das war glaube ich das hier, ne? Ja. So, mal sehen, was er uns jetzt hier vorschlägt. So, er schlägt vor, wir sollen jetzt direkt fahren. Wir haben jetzt eine andere Route. Wir können jetzt direkt hinfahren. Aber reicht natürlich noch nicht. Gleich wird er ausrechnen, mit wie viel ich ankommen würde. Wahrscheinlich noch mit minus irgendwie ganz viel. So, aber auf einmal sollen wir hier direkt ankommen. Gut, da lassen wir erstmal laden hier, aber immer noch 147, da zieht ja wirklich schön durch. Was wir noch parallel machen, ich gucke noch mal hier in den Tesla Locker rein und schau mal, was der Lader macht. Also der eine hier, der hier blockiert war, der hier gesperrt war. Ja, der ist immer noch gesperrt. So, gehen wir mal drauf. Und zwar zuletzt vor 5 Minuten oder so, wenn ich es richtig sehe. Also ist immer noch aktuell, dass der gesperrt ist und er wird auch immer noch nicht vom Tesla Navi angezeigt. Ist also tatsächlich noch so. So, aber immerhin will er mich jetzt direkt nach Hatzel führen, auf den Lofoten. So, und da fahren wir. Wie fahren wir da? Ich zeige euch erstmal, wo wir jetzt ungefähr sind, dass ihr mal so eine Vorstellung habt. So, das ist Norwegen. Das ist Deutschland. Den Weg haben wir jetzt schon hinter uns gebracht
Und in Norwegen sind wir jetzt hier oben am Polarkreis, kurz über dem Polarkreis. Und sollen jetzt dort über Faust gefahren. Alles E6, also wir fahren die ganze Zeit wieder E6 jetzt. Kannst du mal googeln, von wo bis wo die E6 geht. Also über 5000 Kilometer haben wir schon rausgefunden, ist die E6 lang. Die geht auf jeden Fall auch durch Schweden. So, und wir fahren hier immer weiter hoch und würden dann hier auf die Lofoten drauf fahren. Ich mache mal den. So, diese Ansicht sieht man es ein bisschen besser, vielleicht vom Kontrast her. So, also ihr seht jetzt hier, das sind die Lofoten. Und wir haben die Übernachtung hier oberhalb bei den Lofoten. So, wir fahren hier also dann quasi drauf. Und müssen dann hier wahrscheinlich nochmal eine Fähre irgendwo nehmen oder zwei. Aber wir können ja schon mal fortsetzen sagen. Dann sollte er das ja eigentlich schon mal ausrechnen. So, genau. Und dann sagt er mir, hier haben wir eine Fähre, Bognes-Lothingen, die hat man vorhin auch mit drin, glaube ich, ne? Bognes-Lothingen. Das war doch die, die wir 1945 kriegen müssen, glaube ich. Ne? Das wird jetzt eng. Das wird eng, ja. Gut, er sagt jetzt, wir kommen sogar mit 22% an. Das reicht ja dann sogar noch, damit ich dann von unserer Unterkunft weiterfahren kann zum nächsten Supercharger. Der ist hier irgendwo auf den Lofoten am nächsten Tag. Das sollte locker reichen, 22%. Wir haben jetzt Gesundheit. Danke. Wir haben jetzt 94% drin. Ich würde sagen, wir fahren ja, wir können ja sparsam fahren, kannst ja eh nicht so schnell fahren hier. Wir fahren jetzt langsam los, gucken, dass wir unsere Fähre bekommen. Das wäre wichtig. Und in diesem Sinne, tschakka und entriegeln. Hallo, jetzt machen wir noch nicht ganz entriegelt. Einmal drücken zum Laden beenden, nochmal drücken zum Entriegeln. Und weiter geht's hier auf unserer Reise. Zack. PIN eingegeben, ganz wichtig, PIN to Drive. Ihr habt sicherlich in den Medien gehört, dass Teslas jetzt auch schon geknackt wurden. Klar, jedes System kann irgendwo geknackt werden. Deswegen immer ganz wichtig, Zwei-Faktor-Authentifizierung. In dem Fall ist der zweite Faktor der PIN. Den muss man nämlich dann auch noch haben, um wirklich losfahren zu können. Deswegen habe ich von Anfang an, seit ich Tesla fahre, immer den PIN drin. Das ist mir wichtig. So, wo geht's raus da vorne? Weiter geht's im Text. Noch weiter in den Norden. Immer weiter in den Norden. Jetzt rechts abbiegen. Machen wir. Das machen wir. So. Bis jetzt, toi toi toi, ich will nicht, sagen, bis jetzt läuft es besser als gedacht, die Etappe. Jetzt rechts nach links auf die 85 abbiegen. Da steht es schon dran. Ja. So, Lothingen 1, 1 ist zu, also fahren wir auf die 2 jetzt drauf. Lothingen 2, wunderbar, bis 5 ist alles Lothingen. Da sind auch viele. Ich hoffe, ich passe da alle drauf. So, wir haben die Fähre jetzt bekommen. Wir sind sogar von der zweiten Linie vorgewunken worden auf die Expresslinie oder VIP-Linie, keine Ahnung. An allen anderen vorbei, zwei riesen lange Schlangen. Wir durften an allen vorbeifahren. Und dann sind wir drauf auf die Fähre, das ist ein riesen Teil mit zwei Etagen. Wir sind in die unterste Etage und über uns dann noch die LKWs. Hier oben drin ist Wahnsinn. Es gibt sogar einen Kinderspielbereich, so einen Spielplatz. Eine fette Kantine. Ein Aufzug, genau, in der Kantine richtig. Kann man richtig zu Abendessen hier, warm essen. Eine Stunde fahren wir ungefähr. Wie gesagt, ein Aufzug, riesen Toilettenbereich und mehrere Etagen. Und einfach nur chillig hier drin. So, wir sitzen hier natürlich auf der Pole Position, gleich ganz vorne. Ich drehe mal die Kamera um. So, wir haben natürlich hier die allerbeste Aussicht. Aber über uns ist sogar noch eine VIP-Lounge. Da durften wir sicher, da brauchen wir wahrscheinlich extra Karten dafür, Tickets, denke ich jetzt mal. Und ja, wir haben ja schon mal einen sehr guten Blick, wenn ich immer so einen Schwenk mache. Besser geht sich, also wir fahren jetzt quasi auf die Lofoten. Ja, wir freuen uns natürlich riesig, dass wir das geschafft haben. Der Chris, der filmt auch hier noch ein bisschen. Ja, jetzt haben wir vielleicht sogar noch eine Chance, noch was einzukaufen. Ja. Und vor allen Dingen kommen wir überhaupt an und haben eine Übernachtung.
Nicht wie wir heute früh schon wieder Angst hatten, dass wir über Schweden fahren müssen und dann wieder keine Fähre bekommen und die Übernachtung nicht schaffen rechtzeitig. Nee, sind wir happy, alles gut, alles prima. Genießen die Aussicht, eine Stunde. Und ich weiß gar nicht, was die kostet. Ich werde mal googeln, was die kostet, die Fähre. Ich muss mal überraschen. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das hat gut geklappt. Wir sind jetzt runter von der Fähre. Es ist jetzt 19.54 Uhr. Es sind 12 Grad hier auf der Insel. Hier hängen die Wolken richtig. Guck mal, das sieht ja klasse aus. Ja. Das sind also die Lofoten. Hinten scheint sogar noch ein bisschen die Sonne. Und wir haben uns jetzt mal einen Lader noch gesucht, bevor wir ankommen. Werden wir doch noch mal an einem Fremdlader laden. Und zwar habe ich jetzt mal einen rausgesucht, den ich mit meinem Plug-Surfing-Chip laden kann. Der Plug-Surfing-Chip, der lag damals bei meinem ersten Tesla mit dabei. Also der schwarze Tesla, den ich 2019 bekommen habe, da lag die Plug-Surfing-Chip mit dabei. Den habe ich damals dann aus Spaß mal registriert. Und ich habe den auch schon mal genutzt, also zum Testen nur genutzt. Einfach mal ein, zweimal getestet. Das hat auch funktioniert. Jetzt habe ich ihn auch die ganze Zeit nicht benutzt. Ich hoffe, der geht noch. Ich hoffe, das funktioniert noch. Nicht, dass sich das irgendwie deaktiviert hat. Das müsste hier hinter der Brücke. Hier kommt eine große Brücke. Da fahren wir jetzt drüber und dann gleich links müsste es sein. Da ist eine Esso-Tankstelle und da steht ein Recharge. Drückt uns die Daumen, dass das hier funktioniert. Wenn man nicht so oft fremd lädt, ist es immer ein bisschen aufregend, ob das denn auch klappt und so. Wo geht's rein zur Esso? Hier noch nicht. Hier vorne wahrscheinlich dann. Hier ist direkt so ein Kiwi-Markt. Ach ja, da können wir da gleich einkaufen. Das ist ja perfekt. Da kann er hier laden und wir können einkaufen. Na gut, abwarten, ob es frei ist. Ja. 22 Uhr. Ob frei ist überhaupt. Ja, ist sogar frei. Na Wahnsinn. Optimal. Was haben wir denn für ein Glück? Jetzt müssen wir noch Glück haben, dass das auch funktioniert. Und wir gucken jetzt mal vom Schmidt. So, hier steht auf jeden Fall Recharge. Das sind zwar nur 50 kW, aber wir wollen ja nicht verfressen sein. So, wie geht das jetzt hier? So, hier, guck mal hier. Hier wahrscheinlich den Chip erstmal dran halten. Controller corded. Wir wollen CCS laden und stecken das jetzt mal ins Auto. So, CCS ist der hier. So, zack. So, und jetzt kommt der große Moment. Hier musst du hinhalten. Nicht so nah. Ja! Super, oh, das, der fiebt wieder. Aber ich will mich jetzt nicht beschweren, dass er fiebt. Nein, sonst lädt er nachher nicht, weil er beleidigt ist. Nein, alles gut. Ich freue mich. So, dann gucken wir hier mal drüben in den Kiwi-Markt. Das ist bestimmt Kiwi Mini Priest. Das ist bestimmt. Mini Priest heißt Mini-Preis. Mini-Preis, ja. Billig-Markt. Los, wir gehen jetzt billig einkaufen. Yes. Findest du alles? Findest du alles? Ja, muss ich erstmal ein bisschen umorientieren. Aber sieht doch ganz gut aus, ja. Oh, doch nicht mehr. Riesengroß. Wahnsinns Angebot. Was kannst du hier nicht bedienen? Mandeln. Findest du da draußen, ja. Nee, das sieht doch gut aus. Das sieht doch alles gut, frisch und lecker aus, ja. So. Übrigens kostet die Kilowattstunde jetzt hier 5,70 57 Cent pro Kilowattstunde für Schnellladen und ich glaube 37 oder 39 Cent für AC-Laden. Ich bin schon wieder bei 65%, bin jetzt aus dem Einkaufsmarkt erstmal hier raus, weil ich will nicht zu viel laden. Ich will gucken, dass ich jetzt hier schon mal abstöpsel. Weil der Chris braucht noch ein bisschen. Ja, wir kommen mit
59% an, das reicht locker. Locker reicht das. Dann mache ich schon mal aus jetzt hier, stoppe den Ladevorgang, entriegel das und fahre rüber zum Einkaufsmarkt, weil der Chris braucht noch ein bisschen das Auto, weil wieder mal schneller als wir, wie immer. Also selten, dass wir mal aufs Auto warten. So, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Danke dafür an Recharge. Zack. Wunderbar. Ja, und damit geht wieder ein aufregender Tag, eine aufregende Etappe für uns zu Ende. Diesmal haben wir alles pünktlich geschafft, sind gut in unserer Unterkunft angekommen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Etappe mit dabei seid. Da werden wir 2 Tage Zeit haben, die Lofoten ein bisschen zu erkunden. Hier seht ihr einen kleinen Vorgeschmack darauf. Also schaltet auf jeden Fall wieder ein, drückt die Abo-Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Vergesst nicht zu abonnieren natürlich. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, ciao, ciao, euer Steven und Chris. Bis zum nächsten Mal.